der Norden Britanniens inmitten des viktorianischen Zeitalters. Die Industriestadt Glasgow platzt aus allen Nähten. Die Fabriken arbeiten auf Hochtouren. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die kontinentaleuropäischen Länder haben in wirtschaftlichen Belangen längst aufgeholt. Damit das Mutterland der Industrialisierung nicht ins Hintertreffen gerät, muss etwas getan werden. Wer jetzt nicht spurt, bleibt auf der Strecke. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Mission des Kapitel 1 bei Transport Fever 2. Starten direkt mal. Schottland. Land der Aufklärung. Land des Fortschritts. Land der Wissenschaft. Land der Industrie. Der Stadtrat von Glasgow will die Transportinfrastruktur modernisieren, damit die Stadt auch in Zukunft jene pulsierende Industriemetropole bleibt, die sie heute ist. Mit deinem Transportunternehmen bist du geradezu prädestiniert für einen solchen Auftrag. Richtig. Die Werften am Firth of Clyde sind für ihre stabilen Kähne seit langem berühmt. Neue Verfahren zur Massenproduktion von qualitativ hochwertigem Stahl eröffnen nun ungeahnte Möglichkeiten. Ein Mitglied des Stadtrats hat dir kürzlich bei der Fasanenjagd angeboten, du mögest seine Freunde aus der Schiffsindustrie mit dem wichtigen Werkstoff beliefern. Kohle und Eisen sind in den Landen um Glasgow reichlich vorhanden. Ab in den Hochofen damit! Ja, dann ist schon mal der erste Auftrag bekannt. Die beiden Sachen hier rein. Glaube ich, erstmal machbar, ne? Ja, fangen wir mal hier an. Ich würde sagen, wir bleiben bei Straßen. Der echten Tunnel bauen? Na, wir haben 50 Millionen, komm. Bauen Tunnel. So. Wir bleiben beim Bus, hier, Verkehr. Das heißt, die liefern das hier hin. Die liefern das hier hin. Richtung. Perfekt. Okay, das heißt, wir müssen auch hier dann wahrscheinlich noch, das brauchen wir gleich. Straßen haben wir. Okay. Neue Linie. Und wir müssen da oben abholen. Das war das, was ich tun wollte. Gebäude, wir müssen hier noch abholen. Das heißt, hier, da kommen wir nicht um die drum rum. War jetzt auch schon mal nett. Ja. Okay. Eigentlich brauchen wir das dann nicht. Die Abholung nicht, wenn das da. Außen. Okay, dann können wir den hier schön im Kreis fahren lassen. Hier ist es nicht ganz so einfach. Hier bauen wir Gebäude, da müssen wir es hinbauen. Seite würde ich sagen. Etwas günstiger. Okay. Produzieren gleich Stahl.
Okay. Neue Linie. Der fährt hier immer schön im Kreis. Soll er mal tun? Gehen wir nochmal in die Linie rein. Sagen hier aufladen. Und hier alles entladen. Genau so. Und zwar Kupfer. Laden. Hier. Das war ja noch okay, einfach. Noch brauchen wir noch ein Gebäude, und zwar ein Terminal hier. Fahrzeug kaufen, was haben wir denn mittlerweile? Cargo. Und die zwei. Oder so. Auf erste Linie, okay. Zweite Linie. Von hier nach hier. Hier müssen wir. Ach, da ist Kohle. Hier müssen wir Dings holen. Und jetzt Schützenstraße. Zack, hinzufügen. Okay, das heißt hier. Na. Hier entladen wir dann Eisen. Hier laden wir Eisen. Eisenerz besser gesagt. So, dann haben wir das. Und hier Linie 1. Natürlich nicht das, sondern das. Hier ist es. Das entladen. Hier. Pause, ja, okay. Das heißt, wir kaufen jetzt noch Fahrzeug kaufen. Hier brauchen wir ein paar mehr. Ich würde jetzt mal auf 8 tippen. Kaufen. Linie 2. Wir müssen schon mal hier bauen. Ich weiß nämlich nicht, wo müssen wir denn hin? Frage, wo wir hier hinten ist. Mal hier rein, ne? Mal, mal eben. Heute. Hin. Los, durch. Okay. Straße. Okay. Linie. Neue Linie von hier nach hier. Da. So. Hier die Fahrzeuge, Fahrzeugkauf, Cargo. Nummer 3 würde ich sagen, kaufen. Linie 3, haben wir fertig. So. Linie 3 könnten wir ja sagen, wir warten. Ist voll.
Warum geht hier keine Kohle rein? Mal gucken. Das war die Linie 1. Solche Kohle laden in Glasgow Nord. Das eine kommt schon an, auf jeden Fall. Linie 1, müssen wir mal schauen, nützt nichts. Oh ja. Warum will er nicht? Wird doch zu weit weg. Pause. Zack, Gebäude. Vielleicht liegt's daran. Konfigurieren. Ach Mist. Aber dann passt das Leute nicht mehr hier hin, ne? Dann bauen wir hier doch noch mal so ein Teil hin, das nützt nichts. Okay. Linie 1. Fügen. Das heißt, hier müssen wir wirklich Kohle laden und hier dann entladen. Ah, jetzt geht's auch los hier. Haben sie hier doch noch zwei Einsätze, würde ich sagen. Fahrzeug kaufen. Ah, drei kommen. Kaufen, Linie 1 und go. Okay. So müsste es ganz gut klappen, denke ich jetzt. Die Schiffswerften begehren nach Stahl für immer kolossalere Pötte. Doch der kommt da nicht von alleine hin. Das haben wir ja schon vorbereitet, von daher wird das jetzt langsam beginnen. Bin wahrscheinlich auch zu weit weg. Pause. Okay. Aber dann hat das ja doch geklappt. Okay. War jetzt auch Stahl. Sehr gut. Hier wird auch langsam alles voll.
Wir sind schon da. Ja. Ja. Yeah. Müssen wir hier noch ein bisschen was Einstellfahrzeug kaufen. Noch 5 kaufen und 3, zack. Läuft. So, das haben wir gleich geschafft. Deine Lieferungen hochwertigen Stahls ermöglichen den Bau besonders seetüchtiger Schiffe. Zeit, diese robusten Dampfer einzusetzen. Draußen auf den Inseln findet sich Nahrung für die arbeitenden Massen der Stadt. Im Meer schwimmt vorzüglicher Fisch und die Destillerien auf den Hebriden stellen ein ganz exquisites Schnäpschen her. Man nennt es das Wasser des Lebens. Mach dich auf und erkunde die Gegend. Jedes Schiff braucht einen Hafen. Und dein Unterfangen braucht einen ganz besonders guten. Ihn jetzt nehmen, oder? Hilf mit, eine Werft zu errichten, damit du schon bald ein schönes Schiff dein eigen nennen kannst. Werft, Misk, Landing. Oder muss ich da jetzt ganz normal hier rein? Kann es auch sein. Werft genau hier. Erwerbe einen stattlichen Kahn, der dich auf deiner wagemutigen Expedition sicher durch die wilden Wasser der westlichen Inseln schippert. Kahn, ja. Da kommen wir. Eine Schiffswerft bauen, habe ich doch schon. So, Fahrzeug kaufen. Was nehmen wir denn? Cargo, würde ich sagen. Über die, oder? Erkunde die westlichen Inseln, um Fisch und Schnaps für die Stadt zu beschaffen. Oh, neue Linien. Ich geht ja hier nicht. Okay. Nur das. Oh, er fährt raus, oder? Mal zu. Die Industrie brummt. Ihr Bedarf nach Stahl ist dank deiner Dienstleistungen stets gedeckt. Dagegen zeichnet sich ein Mangel an Personal ab. Das städtische Proletariat ist unverschämt verwöhnt heutzutage. Es begehrt zusehends gegen die herrschenden Arbeitsbedingungen auf.
In den Highlands warten dagegen zahllose hungrige Menschen, dankbar auf eine Beschäftigung. Man braucht sie nur in die Stadt zu schaffen. Errichte eine Eisenbahn in den wilden Westen der Highlands, auf dass dieser abgeschiedene Landstrich endlich die Segnungen der modernen Zivilisation erfahre. Passagierbahnhof Glasgow und Foot. Okay. Kriegen wir hin. So, Gebäude. Personal. Jetzt erstmal ein kleines. Und da reicht 20. Haben wir denn hier die beim Schauen? Okay, hier ist das. Das? Hier das? Oder okay. Reise. Reise weiter. Eine. Aber es ist unser Geld, wir müssen es ja jetzt nicht. Versorge die Stadt Glasgow mit unverbrauchten Arbeitskräften, die den gewerkschaftlichen Hirngespinsten noch nicht anheimgefallen sind. So, das heißt, wir müssen hier noch einen. Reise. Wo früher Bauernfamilien ihre Beete bestellten, grasen heute die flauschigen Wollknäuel der Großgrundbesitzer. Lady MacDougall bittet um Hilfe. Sie möchte wissen, ob all ihre Schäfchen noch beisammen sind. Hilf bei der Zählung mit und sieh nach, ob sämtliche Schafe noch da sind. Vom vielen Zählen sind alle Zuständigen eingeschlafen. Wie? Die Frage, ne? So, jetzt werden wir erstmal den draufsetzen, neue Linie schaffen, neue Linie und danach da. Okay. Ein Fahrzeug bauen. Wer fährt der denn? 50, 45, 40 nehmen wir hier. Passagiere. Bin.
Wenn er jetzt hier Krach. Hier müssen wir auch noch hin. Schiff. Was? Was ist denn hier los? Ach ja, Inventur erledigt, alle Schafe da. Madam? Sir? Ging ja so. Jetzt hier vor Dings, ne? Nach Glasgow. Und wieder nach. Und nach Glasgow. Dann würde ich sagen, fahren wir hier hin und wieder nach Glasgow. Dann nehme ich auch das andere holen. Okay, das haben wir geschafft. Ein Zusatzziel auf jeden Fall. Jetzt kommt der Zug hier. Schon Leute drin, ne? Ist schon einer und da keiner. So, 27 Minuten, okay. Keine Mission haben. Ein Stück schon mal da. Wenn wir jetzt hier noch LKWs bauen. Oh, da müssen wir abholen. Das heißt, wir müssen hier. Wir brauchen jetzt dies hier. Jetzt ordentlich nach hier oben packen. Linie. Und hier noch da. Werden wir hier rausnehmen. Fahrzeug kaufen. Mal 10 Stück. Kaufen. Dann Linie 6. Zack.
schnellste Geschwindigkeit. 9 Stück haben wir befördert. Und die alle. Ja, die produzieren gut, ne? Für das kleine Ding hier. Auch nicht schlecht. Die neuen Arbeitskräfte aus den Highlands schuften ausgesprochen ordentlich. Damit sie bei Laune bleiben und nicht irgendwelchen aufrührerischen Aktivitäten verfallen, sollte man sie vorsorglich ruhig stellen. Der Whisky von den westlichen Inseln eignet sich zu diesem Zweck ausgezeichnet. Beliefere die Stadt mit Fusel, der die Unzufriedenen einlullt, damit umstürzlerische Umtriebe unterbleiben. Tauche ein in die wunderbare Welt der Spirituosen. Dank deiner Lieferung wird niemand auf dem Trockenen sitzen. Oh, Schiff, verkaufen. Machen wir 2. Kaufen und zack. Seltsamerweise verschwindet beim Transport ständig ein Teil des Schnapses. Ob er auf offener See wohl verdampft? Ist es der berühmte Anteil der Engel, der da klammheimlich verschwindet? Falls ja, müssen die Engel ganz schön durstig sein. Da schlingert ein Schiff selbst in gar sonderbaren Kurven durch die Lochs der inneren Hebriden. Am Ufer soll man heiteren Gesang von einem Dampfer her vernommen haben. Captain Klein meint, die Fährleute seien gar schlecht bezahlt. Darum hätten sie sich gelegentlich einen Schluck der Ladung genehmigt. Das geht natürlich gar nicht. Wenn schon, sollen sie sich wie anständige Leute betrinken. Im behaglichen Innern eines guten Pubs. Da müsste jetzt auch klappen hier. Wann hier das größer wird wieder. Wir gucken, bis wann wir hier mal wieder etwas mehr haben als 50 oder so. Oh. Vielleicht, wenn er gleich hier wieder hochkommt. Mal gucken. Aber ich muss die Musik ausmachen. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, das gab ein paar Probleme. Was haben wir jetzt hier? 35. Habe ich hier irgendwas auf? Noch PS nehmen. Das ist besser. Tanz. Das ist erstmal so. So, wie sieht es aus hier? 40. Wir sind noch uns in den Hafen am Einfahren. Ja, der wird gleich kommen, das heißt, wir könnten eigentlich starten.
wie viel er lädt. Genau. 50 hat er geladen. 58, okay. Ist okay, würde ich sagen. Jetzt kommt ja gleich der Kleine. Kann der auch noch was laden? Whisky geladen. Da soll das hin. Geht schon an, kommt an, fertig. Sehr gut. Donner. Dank dir sind die Kehlen in ganz Glasgow gut geölt. Doch auf nüchternen Magen macht das Wasser des Lebens die Leute alles andere als lebendig. Da muss eine solide Grundlage in Form fester Nahrung her. Gerade ist ein neuartiges Gericht in aller Munde. Frittierter Fisch mit frittierten Kartoffeln. Welch kulinarischer Genuss! Verhilft diesem Wunderwerk britischer Kochkunst zum Siegeszug. Deine Dienstleistungen werden die Mäuler der Stadt stopfen und den Fischereibetrieben am Atlantik einen Rekordumsatz verschaffen. Mal gucken, dann hinbekommen. Zack, zack. Hin hier. Und los. Nichts geladen. Dass hier auch schon was liegt dann für das. Nichts im Lager. Aber wie kriege ich das hin? Slänche, wie sie hierzulande sagen. Die Leute stillen ihren Durst neuerdings auf dem Trockenen. Sehr schön, haben wir das auch. Zum Wohl, okay. Müsste noch ein Ziel kommen. Mich wird ja auch geliefert jetzt. Neuer Zug. Geladen.
weiter. Sehr gut. Bücherei anschließen. Okay. Kann den hier abreißen. Okay. Wasser, wo ist es? Das weg. Das. Weg. Wir sollen nach Glasgow, soll der? Glasgow, okay. Bedeutet, wir brauchen hier Gebäude, einen Güterbahnhof, ein. Ja. Ja, und hier ist das Schöne, jetzt können wir hier ausbauen. Und jetzt hier hin und sagen Plattform. Cargo. Dann machen wir hier noch mal eine Plattform hin. Vielleicht geht das hier. Und dann Cargo. So, das heißt, wir haben hier ein Cargo angeschlossen. Passt eigentlich ganz gut. Okay. Jetzt müssen wir noch die Gleise verdoppeln, würde ich sagen. Hier, wir nehmen durch ganz normale Gleise jetzt. Gleise. Schauen, dass wir von hier nach da kommen und von da nach hier und von halt von da nach da, so. Dann haben wir nämlich jetzt hier weiter Gleis. Zack. Klappt schon mal ganz gut, ne? Geld haben wir ja genug bekommen. Glaube ich jetzt hier so nach drüben, würde ich sagen.
Okay. Dank deiner Bemühungen blüht die Industriemetropole Glasgow regelrecht auf. Oh, die letzte Mission haben wir gar nicht bekommen. Die sind mit preiswerten Arbeitskräften versorgt und die Arbeitskräfte mit Schnaps und Fisch. Der Stadtrat dankt es dir und hat ihrer königlichen Hoheit Victoria gar vorgeschlagen, dich in den Ritterstand zu erheben. Welch eine Ehre! Ja, das war die Mission 3 vom Kapitel 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren in Schottland unterwegs und ja, morgen geht's weiter mit der nächsten Mission. Bis dahin. Tschüss.